So, jetzt kommen wir zu der Map im Kerzenschein. Das ist eigentlich auch nur eine Renne zum Ziel Map, die in den einfacheren Leveln, also vor Nightmare, jetzt eher das geringere Übel darstellen sollte. Hier könnte ich mir auf jeden Fall einen Schläger gut vorstellen, solange keine Specials da sind. Im Nightmare-Bereich wird es dann natürlich etwas schwieriger. Da sollte man vielleicht auch wieder mit Mike versuchen, dort schnell nach rechts zu kommen. Allerdings ist ja dann der langsame Governor dann eher das Problem, dass man hier nicht so schnell dann durchkommt. Aber ja, versuchen vielleicht mit Mörser und Keksen sich hier durchzubauen, könnte auch eine Alternative sein, wenn auch etwas unkreativ. Oder mit Prosita versuchen, so viele Baser wie möglich zu betäuben, die betäubbar sind. Ich bin auch ein großer Fan des Stoppschildes, was hier an der Stelle gegen Commonwealth-Beißer auch sehr gut helfen könnte. Und man sollte hier auch versuchen, gut den Spawn zuzustellen, der jetzt in etwa so rechts neben Mercer kommen könnte. Und die obere Seite ist eigentlich fast die bessere, weil man dort nur von einer Stelle aus, nämlich relativ weit rechts, den Spawn hat, wogegen man unten rechts und links spawnen hat. Also das könnte eigentlich eine gute Strategie sein, hier durch die Map zu kommen. Ja, das wär's von der Map im Kerzenschein. Ciao!